Der Andrang im Cineplex Münster war groß. Und sie alle haben nur auf ihn gewartet. Bernd Stromberg. Ja, das war dann doch noch nicht der echte. Seine Macho-Sprüche sind inzwischen legendär, seine Mitarbeiterführung entspricht nicht gerade dem Lehrbuch, aber genau das macht den Abteilungsleiter der Schadensregulierung bei der Kapitolversicherung zum Kult. Stromberg ist natürlich ein genialer Analytiker aller Sachen. Also ich sag mal so, der hat richtig Ahnung. Was das Chefwesen anbetrifft, sollten sich mal einige Chefs ein bisschen, würde ich sagen, ein ordentliches Vorbild nehmen, würde ich sagen. Ganz klar. Der hat einfach von nichts eine Ahnung. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Und das macht den sympathisch. Der ist einfach blöd. Der hat sich hochgeschlafen, wie er an seine Position gekommen ist. Keine Ahnung. Der arbeitet sich runter. Einfach, dass er immer so ehrlich ist. Also, auch wenn das irgendwie unverschämt ist oder so, dass er einfach immer sagt, was er denkt. Ja, seine Art einfach, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht und seine geilen Sprüche, die er bringt, das ist schon sehr cool. Gestern Abend kam Christoph Maria Herbst dann höchstpersönlich ins Cineplex. Mit dabei Regisseur Arne Feldhusen und die Schauspieler Diana Steli und Bjarne Mädel. Nach genau einer Woche haben bereits 300.000 Kinobesucher den Film zur Kultstaffel gesehen. So ein spezieller Humor, den es, glaube ich, im deutschen Fernsehen sonst so nicht gibt. Wir haben da, glaube ich, auch eine klaffende Kluft geschlossen mit dem Stromberg-Kit. Ich glaube, es ist bei Stromberg für jeden irgendwie was dabei, generationsübergreifend und auch für alle sozialen Schichten irgendwie. Jeder kennt so jemanden wie Stromberg. Ich habe auch Mails bekommen von Chefs, die sich in Stromberg selber erkennen. Ich habe Mails bekommen aus der Versicherungswirtschaft, in denen es hieß, wenn Sie glauben, Sie machen da eine Comedy, dann kommen Sie mal zu uns. Nach 5 Staffeln und dem Kinofilm ist jetzt aber wirklich Schluss mit Stromberg. Der Abschied fällt schwer. Der fällt kolossal schwer, weil das war schon so ein Lifetime-Job eigentlich, so ein Bernd Stromberg, der mir viel zu verdanken hat, aber ich ihm auch ein bisschen was. Wenn man die Bücher von Ralf Husmann bekommen hat, dann musste man sich immer nur eine Badewanne volllaufen lassen, mit einem Gläschen Rotwein sich da reinlegen und genießen die Bücher, die man währenddessen liest. Das Ensemble war einfach handverlesen. Das ganze Ensemble ist so ein Pfund und so ein Geschenk gewesen. Ja, das lässt man jetzt alles natürlich ein bisschen zurück. Aber, weiß nicht, man sollte, glaube ich, tatsächlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ich kann mir keinen besseren Punkt vorstellen, als jetzt nach 5 Staffeln in 10 Jahren mit einem Kinofilm das Ganze zu beenden. Sarkastisch, bissig und egozentrisch. So wird Bernd Stromberg seinen zahlreichen Fans in Erinnerung bleiben. Genauso wie seine Sprüche. Macht schon Spaß, ne? Das würde ich sagen, das ist schon so ein Ding, was da häufig mal vorkommt. Sonst, Erika, sagst du mal was dazu? Konfektionsgröße Äquator, ne? Ist klar. Das Büro ist wie Jazz, nur ohne Musik. Aber ein Hund im Büro? Hallo! Der Papa macht das gut so. Lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Sehr gut. Danke euch, Münster.